Herr Guten Schmidt, Morgen, ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns Rede und Antwort zu stehen, und habe einen Zeitungsartikel gefunden über Ihr schönes Buch, das ist das, was mir besonders am Herzen liegt, Speyer im 20. Jahrhundert, eine Chronik. Ah, ja. Da haben Sie ja auch Leute befragt, und ich finde es sehr wichtig, dass, dass nicht nur die Sorgen Fakten zählen in der Geschichte, sondern auch das, was die Leute so empfinden. Ja. Herzlichen auch Dank. Hoch und niedrig, ne? Ich vom Wolf Berzel bis zum Christian Hoskop war all dabei. Wolf Berzel hat mich besonders beeindruckt. Das war schön. Und jetzt gebe ich Ihnen das Wort, und Sie stellen sich ein bisschen selber vor, ne? Ja, also Peter Schmidt. Ich bin 38 geboren im April, und zwar in Karlsruhe. Das wird mir manchmal vorgeworfen bei Buchvorstellungen von Werner Schinneler. Das hat, er ist in Karlsruhe geboren und es tut, als wäre er Pfälzer. Ich war nur 3 Tage in Karlsruhe. Mein Vater war Lehrer in Rülsheim. Meine Mutter hat das 5. Kind erwartet. Dort hat mein Vater gesagt, du, das machen wir nicht mehr daheim, wir gehen in die Klinik. Deswegen in Karlsruhe. Und mein Elternhaus steht in der Gemmernstraße, da konnte man aber nicht rein in dieser Zeit. Ich bin also 38, ne, war man noch in Rülsheim, dann sind wir nach Ludwigshafen, weil meine Großmutter, die das Haus ursprünglich hatte, einen Mann hat ziehen lassen, der dann später sich als SS-Mann entpuppt hat, und der hat uns nicht mehr in unser Haus gelassen. Deswegen sind wir in Ludwigshafen, wo mein Vater hingegangen ist, total ausgebombt war. Mit stumpf und still. Ich habe also als kleines Kind die ganze erste Luftangriffe erlebt. Unser Vater hat uns, wir waren 6 Kinder, aufs Dach aufgetragen, aufs flache Dach im 4. Stock. Haben wir gesehen, wie die Christbäume gesetzt sind. Ne, so in den ersten 40er Jahren, das waren die ersten Bombenangriffe. Und dann sind wir kurz bevor das gesamte Anwesen zerstört wurde, umgezogen zu Verwandten nach Laudacher, damit wir halt überleben. Das Haus war mit Inhalt, mit Möbel, die der Speyerer Schreiner vorher gemacht hat. Freund von meinem Vater, war alles weg. Und das Einzige, was von dem Riesenhaus noch da war, das ist dieser Kaffeekrug, da oben, wo die Ähren drin stehen. Da ist aus dem 4. Stock runtergestürzt, und den habe ich zufällig gefunden, wie ich mit meinem Großvater an der Handball vor der Ruine stand, vor dem großen Knallung. Alles. Und oben hing im 4. Stock noch der Gaswert. Herr Schmidt, ich könnte Ihnen jetzt dasselbe Beispiel erzählen. Meine Familie ist in Ludwigshafen vom 5. auf 6. September 1943 ausgebombt worden. Das war in der gleichen Zeit. Und mein Bruder, der war so alt wie Sie. Ja. Der ist so alt wie Sie, der ist auch 37 geboren. Du bist ein Jahr älter als ich. Ja, gar ein Jahr älter, ja. Und da hat man auch die ganze Geschichte erzählt, die er noch als 7-Jähriger noch in Erinnerung hat. Ja. Aber gut, Sie erzählen weiter. Ja, dann sind wir, hat mein Vater zufällig Häusel in der Südpfalz, in Sils, gekriegt, weil ein Kollege von ihm zum Militär musste. Der war Lehrer, das war die Lehrerwohnung. Kleines Schulhaus, rechts die Wohnung, links der Schulsaal. Und da hat die junge Frau von dem, wollte nicht drin bleiben, ist zu den Eltern. Und da haben die gesagt, ziehen doch da neu. Und da waren wir dann bis zum Kriegsende da in Sils. Haben dann das Kriegsende da erlebt. Dann, wie die Amerikaner da oben runtergekommen sind, von Stein mit den Panzern. Und die ganzen Gefangenen, deutsche Soldaten, unerlaren, Verletzte, Verwundete, Sterbende und Gestorbene. Und dann konnte man erst, die Wohnung wurde wieder frei, 45 natürlich, mein Vater hat den SS-Mann rausgeschmissen. Und da sind wir am 1. November 45 wieder nach Speyer. Da war ich eigentlich zum ersten Mal richtig in Speyer. Ne? Ja, das war die Zeit, das war das, wo ich Speyer praktisch zum ersten Mal erlebt habe. Und es war eine graue Stadt, die war nicht arg schön, abgesehen vom Dom, wo wir hier sind, das war unser Weg, aber die ganze Stadt war ohne Farbe. Heute ist es ja ganz anders. Ne? Auch die Altstadt, wo wir jetzt wohnen, war schäbig, runtergekommen. Ne? Und das ist halt wunderbar, wie sich das jetzt im Verlauf der Jahrzehnte
geändert hat. Schön entwickelt. Jetzt wäre aber nur mal interessant, Sie haben ja, Sie in Karlsruhe geboren, dann Speyer, dann Sils und so weiter. Da haben Sie ja immer bei Ihrer Familie gelebt. Sie hatten noch viele Geschwister. Ich habe doch, außer mir sind noch 6 Geschwister, also 5. Und Geschwister, wir waren 6 Kinder, 3 Buben, 3 Mädchen. Und Ihre Familie hat eigentlich gut harmoniert, nehme ich mal an. Ja, das ist so, aber ja. Sie haben auch dabei auch viel Liebe erfahren, weil wenn Kinder da waren. Ja, es war so. Die Eltern hatten auch Zeit für Sie. Sehr herzliches Verhältnis. Bis zum Schluss, meine Mutter ist leider sehr früh gestorben, mit 49, am Hirntumor. Und ihre Schwester ist kurz vorher gestorben, 3-4 Jahre vorher. Das war eine liebe Tante, die war uns fast so nah wie die Mutter an Krebs, das war so. Ne? Die war 39 Jahre alt, also meine Mutter ist halt 53 gestorben. Und mein Vater hat später dann nochmal geheiratet, ein paar Jahre später. Liebe Frau, muss ich sagen, haben wir noch einen kleinen Stiefbruder, sind wir also zu siebt. Und Sie haben ja dann auch oft in einem Dorf gewohnt. Sie haben da eigentlich als Kind Dorf nur als Säugling, dann ist mein Vater, weil die Nazis sehr stark bedrängt haben, er war ja gleiche Lehrerbildungsanstalt wie der Tauleiter Bürgel. Der Birgel hat auf ihn abgesehen, da hat ihn Birgeles gemacht. Dann ist er von Rülsheim, hat er die erste Erfindung bei Abformungsmaterial gemacht, ist er nach Ludwigshafen, hat einen Betrieb aufgemacht, ist aus dem Lehrerberuf raus, weil ein Lehrer war Beamter. Ein Beamter musste Nazi sein. Ne? Und dann hat er dort gearbeitet, er hat museale Abformungen ja bis zum Schluss gemacht. Und man kann sagen, fast eine ganze Welt. Ne? Und da waren wir dann in Ludwigshafen, deswegen diese Ausbombung. Ne? In Mannheim hat er eine Lehre gehabt, da war dann der Willi Birgel, der Willi Fritsch, das waren Eltern, sie werden das vielleicht nicht mehr so wissen, waren berühmte Schauspieler, die waren mit ihm befreundet, die hat er abgeformt. Und vom Willi Birgel ist sogar ein Neffe von Fritsch eine Maske von Rosenthal, die man da gemacht hat. Im Patzeladen gekostet worden und verkauft worden. Ich habe sie noch gehabt, aber ich habe sie irgendwo versteckt. Und Sie haben dann auch Kindergarten besucht, irgendwann mal? Ja, ungern. Die Kindergarten war nicht mein. Dann erzählen Sie mal, nicht mein Favorit. Ich war in Ludwigshafen am Hand vom Kindermädchen, das wir hatten, das heute noch lebt und als Diakonissin heute mit über 90 in der Diakonisseanstalt, unser gute Elfriede. Die hat uns dann, meine kleine Schwester, die ist 2 jünger als ich, an der Hand in den Kindergarten geführt. Wir haben jeder hat so ein kleines Halbliterkännchen gehabt, oder ein Viertelliterkännchen. Da haben wir uns dann Milch geholt, so im Vorbeigehen. Ne? Und als wir eines Tages da vorbeigingen, an dem Milchgeschäft, wollten wir da rein, da war kein Milchgeschäft mehr, da war bloß ein großes Loch. Da war halt ein Bomb gefallen. Das sind so frühe Kindheitserinnerungen. Dann sind wir ja nach Sils umgezogen. Das war eine wunderbare Zeit, aber es war dann halt gut für uns Kinder, war es spannend. Ne? Es war wie Wildwest, aber es war natürlich auch sehr bedrückend manchmal, die Sterbenden zu sehen. Da lag dann ein sterbender Offizier auf unserer Treppe, den haben die nicht mehr mitgenommen. Und dann nach dem Krieg war das Tal war ja voller Pferde, die ausgespannt hatten. Da waren 2000 Pferde, ne? In diesem Silzer Tal. Meine Brüder und ich sind dann da rum, die Brüder, die Ältere, die sind also 6 und 8 Jahre älter, die haben dann immer geguckt, was sie finden, so Pferdchen gefunden und an den Wagen gespannt. Und dann haben sie mich da reingesetzt und dann ist der Freund von dem Pferdchen, ein großer, Kaltblüder, ist denen noch und hat die gejagt, da wollte nicht sein Kamerad verlieren. Ne? Und ich saß dann stockesteif auf dem Eisenwägelchen. Naja, wir sind davon gekommen. Ja. Und die Schule, die Sie dann besucht haben? Ich habe dort die Einschulung erlebt in Sils. Ich bin also aus dem Wohnzimmer raus, Schulrenzel auf dem Buckel, bin über den Gang, den Flur, in die Klasse marschiert. Und da waren noch außer mir 3-4 Dorfbuben gesessen. Wir waren stumm wie die Himmel. Da kam eine Fräulein rein und hat gesagt, Bonjour, mes enfants.
Dann haben wir geguckt, was redet dann die da her? Und waren still und stumm. Das Fräulein war dann auch still und stumm. Da kam meine Mutter rüber, die hat gemerkt, da redet sich nichts. Und hat gesagt, was ist denn da los? Und dann haben die, meine Mutter konnte ganz gut Französisch, haben die schöne Alte. Das war eine Lothringerin aus Metz. Aber die war halt Deutsche, weil Hitler das so gewollt hat. Und kein Wort Deutsch gesprochen. Das war dann eine halbe Stunde Schule. Und dann wirklich eingeschult wurde ich erst, ja, ein gutes Jahr später hier in Speyer. 45. November. Und da waren Sie in welcher Schule in Speyer? Das war, der Beginn war an der Pestalozzi-Schule, das war, wo heute die Sparkasse steht. Ja. Und dann gleich in die Zeppelin-Schule. Und diese Schulkarriere war eine glorreiche, habe ich die Zeppelin-Schule bis zum Ende, weil unten die Volksschule war, also unten die ersten drei Stockwerke und im Dach war das Aufbaugymnasium. Da bin ich dann anschließend rein. Das war sehr geschickt. Ne? Ja, das ist toll. Das ist ne? Aber im Dach waren viele gute Kameraden von mir, der Wolfgang Stark, der Zahnarzt, war mein enger Freund von Anfang an. Und andere auch, die haben dann nach der sechsten Klasse meistens, oder wenn sie vom Dorf kamen, nach der achten, konnte in die Aufbauschule gehen. Ne? Mhm. Also nicht gleich nach der vierten. Ja. Und ich war ein bisschen spät Zinder und habe ein bisschen länger gebraucht, da bin ich schon nur die sechste da neu gekommen. Aber sehr gute Sache, wirklich wunderbare Lehrer. Und da waren Sie die ganze Zeit also in der Schule? Aufbaugymnasium, ja, oben im Dach vom Zeppelin-Schule. Und über Ihre Lehrer, was können Sie da noch erzählen? Ja, sehr positiv. Die hätten vielleicht über mich nicht so viel Positives erzählen können, aber ich habe die später manchmal noch getroffen, wir haben es gut verstanden. Die Lateinlehrerin, die ich besonders getriezt habe, weil ich halt gar nichts gelernt habe, die kam später dann mit meinem ersten Speyer unterwegs und am Arm und hat gesagt, ob ich auch nicht was schreibe, so lieb, ne? Ich war ein so schlechter Lateinschüler. Mein ganzes Latein, das ich dann später erworben habe, habe ich im Domchor beim Messesingen, ne? Die lateinische Messe, und unten drunter stand der deutsche Text. Aber bei der Fräulein Mürzer Käse, die haben bloß die Sens gesagt. Ja, es ist wurscht. Schäfer, die kam, dann hat mich dann öfter noch besucht und hat mir dann erzählt, dass sie bei der Weißen Rose in München dabei waren. Sie hat Verbindung gehabt zu diesem Kreis. Und dann haben sie ihr, das war ein Kaplan, der war auch dabei, das war in der Universität, Maximilianeum, sind durch die Treppe, haben durch die Flugblätter die Treppe runtergeworfen. Die liegen ja heute, also in Faximilien noch da. Und da hat sie dann von dem Kaplan den Rest dieser Flugzettel in den Koffer und hat die nach Laudach, wo ihre Eltern waren, transportiert und die haben sie dort versteckt. Und damit war sie raus. Sie war also lang, konnte sie nicht studieren, weil sie halt als überzeugte katholische junge Frau nicht so angesehen war. Ne? Sie war dann aber Lehrerin und Gymnasiallehrerin. Ja, mich interessiert eigentlich noch mal so ein bisschen Ihre Lehrer, die Sie hatten. Die waren ja auch all irgendwo mit der NS-Zeit irgendwo verstreckt, positiv oder negativ. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen? Ja, ich kann Ihnen ganz einfach sagen. Ein Teil der Lehrer waren noch Lehrer in der Lehrerbildungsanstalt, wo mein Vater Schüler war, im Kasten, in die Johannesstraße. Ne? Und der Lehrer Färber, oder Färber, nee, der war vorher in der Schule. Also, die waren schon alt. Für uns waren das uralte Leute, das waren alles Leute um die 60 rum. Ne? War der Mathematiklehrer, das war der Deutschlehrer zunächst mal, drei, vier Lehrer aus der alten Generation. Und dann waren junge Lehrer da, im Gymnasium, ich meine in der Volksschule, das war auch interessant. Da hatte ich den Lehrer Jakob, der war der letzte ehrenamtliche Domorganist. Mhm. Ne? Und aber später dann waren auch junge Lehrer da, die ganz toll waren. Das war der Blume, mein Französischlehrer, der ist jetzt gerade gestorben, der Blume. Den haben sie sicher gekannt. Ne? Der war auch aktiv im Seniorenbüro.
Und es war also ein wunderbarer Lehrer. Wir haben einen sehr herzlichen Kontakt auch mit seiner Frau gehabt, bis zum Schluss. Und der Lehrer Jakob war der Organist? Der Lehrer Jakob, obwohl ja. Obwohl er evangelisch war? Nee, das war der Katholik. Ah, dann ist ich, ja, ja. Jakob, ja, ja. Ich zeige ich Ihnen gerne ja. Noch das Buch 1000 ja, ja. Jahre Musiker Sakram Speyerer Dom, das ist abgebildet. Ja. War so ein kleiner mit so einem scharfen Haus. Und dann war noch der Lehrer, der Zimmermann war Studienrat, der war kriegsversehrt, war ein toller Deutschlehrer. Der ist dann ins Kultusministerium versetzt worden, den habe ich später also mal noch getroffen. Also ich habe aus der Nazi-Zeit keine Belastung erfahren durch Lehrer. Entweder sie waren zu alt oder sie waren zu jung. Ne? Sie waren also nach der Nazi-Zeit ausgebildet worden, die waren alle. Die Jungen waren also gerade aus dem Referendariat. Ne? Und ja, das waren einige. Und die Alten, die haben dann, die wurden dann pensioniert. Der Friedrich Schosse, der Maler, ja. War ein Freund von meinem Vater, das war mein Lehrer. Mhm. Der Kunstmaler, Kunst. Der wirklich in seiner Art bedeutend war. Karikaturen da gemacht. Simplicissimus, ne? Ja. Vor dem Krieg. Und bedeutende pfälzische Malerei und das war ein Lehrer von mir, der war völlig unbelastet, der war früh das Bein verloren schon und da war überhaupt nichts. Es war bei mir in meinem Elternhaus so, dass das Dritte Reich nicht totgeschwiegen wurde. Mein Vater war immer wie meine Mutter eine engagierte Gegnerin vom Dritten Reich und da hatte mir also in diesem Geist, die mir erzogen wurde. Sehr früh auch französische Freunde gehabt, die auch ins Haus kamen. Mein ältester Bruder hatte französische Freundin gehabt, sehr früh. Er ist inzwischen wieder mit einer Französin verheiratet. Und ja, das war also sehr offen und sehr europäisch gesonnen. Sehr gut. Jetzt waren Sie in der Schule, aber es war ja auch immer, die Schule war ja mal zu Ende. Was haben Sie nachmittags in Speyer so, angestellt, Leute geärgert oder irgendwas erkundet oder in dem Verein gewesen? Ja, ich war viel unterwegs, sagen wir mal, in der Zeit, als ich ein ganz kleiner war. Es war diese Zeit der Besatzung, wo es nichts zu essen gegeben hat. Und die Läden waren ja auch leer und ich war halt immer unterwegs und habe irgendwas gesucht. Dann habe ich einen Hammer gekauft für einen Mark, den habe ich noch. Mit so einem plumpen Holzstiel und einem farbigen Kamm habe ich gekauft, zum Schrecken von meiner Mutter. Das war aus Plastik in vielen Farben und das hat mir unheimlich gut gefallen. Da bin ich in Landerholung, ich weiß nicht, wie man so gesagt hat, also mit acht ins Schwäbische gekommen bei Ellwangen und da habe ich dann, wie meine Mutter bei Pegel gerichtet hat, und da habe ich den Kamm neu. Und wie ich dort angekommen bin bei den Bauersleuten, war das Kamm natürlich nicht mehr drin. Ne? Meine Mutter hat es nicht gewollt. Und da war ich dort also als Kind praktisch bei denen aufgenommen. Die anderen waren groß, durfte ich wohl die Kinder und die haben mich also sehr gut aufgenommen. Ja, und in Speyer, was haben Sie so im Verein irgendwo ich gemacht bin sehr oder früh irgendwo in der Kirche nochmal engagiert, ja, irgendwo ja. Als Messdiener? Nein, Messdiener hatte ich nur ganz kurze Zeit, weil ich unangenehm im Dom aufgefallen bin. Oh. Bei der Probe für sie von Leichnamsprozession bin ich nicht im gleichen Schritt marschiert. Ja, mit dem Kaplan, wie hieß er das, was wie er hieß, so ein kleiner, der war so fuchsig und hinterher mir all die Chorregler angehört. Dann hat er mir auf die Backe geschlagen, weil ich aus der Reihe getanzt bin. Und dann habe ich den Rocker nur über den Kopf gezogen, habe auf den Boden geschmissen und habe gesagt, so, Schluss. Das war also eine Stunde Messdiener. Ich habe das Chorgebet gelernt im Albertusheim. Ja. Ne? Und, aber das andere war für mich dann beendet. Ich bin dann, wie ich etwas älter war, in den Domchor gekommen. Der Erhard Quack war ja ein bedeutender Musiker. Kirchenmusiker, das war auch ein Freund von meinem Vater aus der Lehrerzeit. Der hat mich dann vorsingen lassen, das war sehr schön. Ich stand dann, sie dann durch den ganzen Domchor zugehört, ich habe dann singen müssen. Ne, der hat gespielt, ich habe dann die Kirchenlieder gesungen. Gut, ich bin dann aufgenommen worden.
Und da war ich ja über 10 Jahre im Domchor, bis ich dann die erste Berufsschritte gemacht habe als freier Mitarbeiter in der Rheinpfalz. Meine Stiefmutter war Journalistin. Und die hat, nachdem sie ja aus dem Beruf, sie war jung, 35, mein Vater war bedeutend älter, 2 Jahre älter, hat sie noch ab und zu mal aus Sympathie bei der Rheinpfalz mitgearbeitet, bei Themen, die sie interessiert haben. Mhm. Ne? Und da ist dem Werner Hill ist ein Mitarbeiter ausgefallen, oder war es beim Dr. Brill, ist wurscht, da war der Professor Smolka, hat einen Vortrag gehalten über das deutsch-polnische Verhältnis. Und da haben die ganz dringend einen Mitarbeiter gesucht. Meine Mutter konnte nicht, das war die prädestinierte, die hat ja Philosophie studiert und Sprachen und promoviert. Haben die gesagt, das muss die Frau Doktor machen, die Frau Doktor hat nicht gekannt. Und haben mir, weil ich schon früh gesagt habe, ich möchte gerne Journalist werden, versucht irgendwo Diele zu finden und hat meine Mutter gesagt, das kann doch der Peter machen. Und er hat gesagt, ah, wenn Sie meinen, dass er das kann, ja, okay. Dann bin ich hin, habe mal alles schief geschrieben. Und nachts habe ich meine Eltern gebimst mit dem ersten Artikel. Und der kam am 15. Januar 1958. Ja, da war ich 19 Jahre alt. Ja, noch 19. Und gleich als Aufmacher. War natürlich eine furiose Stadt, dann aber nicht mehr so furios weiterging. Ich habe dann immer Meldungen geschrieben, die so groß waren. Ich habe dann das Rathaus besucht, Fritz Schwarer, der spätere Verwaltungsdirektor, der saß in so einem kleinen Kämmerle rechts. Er hat gesagt, der erste kleine Artikel, der Zirkus kommt. Ah, gibt eine Meldung. Pro Zeile 7 Penny. Und so habe ich dann angefangen. Ne? Ja. Kommen wir nochmal kurz zurück. Ja? Sie waren ja auch Jugendlicher. Was haben die Jugendlichen in ihrer Zeit damals in Speyer so gemacht? Was war da interessant? Kino gehen oder was hat man? Kino tanzen, nicht so, das war tanzen oder Blutschwarz. Bier trinken, Cola trinken. Man lebt auch nicht getanzt. Und es war damals so, dass ich Anschluss gefunden habe an eine Jugendgruppe beim Jakob Neldes. Da war ich einer von den ersten, der in diese Gruppe kam. Die haben sich angeschlossen an die Jugendgruppen, die vorher bestanden, für den Stefan Scherb zum Beispiel, die junge Geselle, wilde Geselle. Ja. Und die nächste Generation, oder fast schon die übernächste, war das waren ja alles nur Buben, ne? Und 10 Jahre, haben sich dann zu einer Gruppe zusammengeschlossen. Jakob Nell hat uns als Gruppenführer geleitet und die Freundschaft zum Jakob steht bis heute. Das ist heute mal 88. Wir arbeiten noch zusammen, wir sind zusammen in der Behindertenbetreuung mit meiner Frau bei der Alte am Gammersberg, die schieben die Rollstühle. Der Jakob Grumm selber inzwischen älter als die meisten, die da unten drin sitzen. Ne? Aber das ist eine Linie, die halt über Jahrzehnte führt. Ne? Kommen wir wieder zurück, wenn ich darf. Natürlich. Sie haben vorhin gesagt, Sie wollten Journalist werden. Würden Sie heute Ihren Beruf als Journalist oder Redakteur, oder Sie waren jetzt dann später auch mal Chefredakteur? Ja, ich war Leiter von der Redaktion. Redaktion. Ja. Mhm. Sie sagen also, Sie waren Journalist. Ein Journalist, der hat ja auch oft aus Leidenschaft, ja. Der hat ja auch viel recherchiert. Ja, nur. Und ein Redakteur hat ja nur Informationen oft angenommen und hat sie irgendwie... Nee, Sie trennen da was. Okay, gut. Es stimmt nicht. Erklären Sie es. Ein Journalist und Redakteur ist erst das Gleiche. Jeder Redakteur ist Journalist. Der wird dann angestellt als Redakteur. Ne? So war es mal früher, heute hat sich das etwas verwischt durch die neue Medien. Und er hat sein Volontariat gemacht, das habe ich in Rheinpfalz, später dann bei Glamt, nochmal eine Zeitschrift für Volontariat. Das war ein großer Verlag mit vielen Zeitschriften. Und nach dem Volontariat, nach 2 Jahren, war ich dann Redakteur, wenn sie dich genommen haben. Erstmal war es verdammt schwer, überhaupt ein Volontariat zu bekommen. Das hat bei mir 2,5 Jahre gedauert. Da war ich freier Mitarbeiter bei der Rheinpfalz und habe nur gegen Zeile Honorar gearbeitet. Ich war ja jung, ich war 19 Jahre alt. Ne? Habe dann 2,5 Jahre und dann habe ich ein Volontariat bekommen und bin dann aus Überzeugung übergewechselt, später dann von der Rheinpfalz zum Klammverlag.
in die junge Tagespost. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das war halt was aufzubauen. Da hast du dann auch Verantwortung für gekriegt. Es war zwar eine kleine Zeitung, manche haben mich dann so schief angeguckt, das hat mir aber gar nichts ausgemacht. Man hat so Handwerk gelernt und man hat wirklich frei arbeiten können, natürlich mit älteren Kollegen, die das betreut haben, mitbetreut haben, aber es war wirklich eine sehr gute Zeit. Bei der Zeitung blieb ich bis zum Schluss und habe dann die Chance gehabt durch meinen Verleger, den Martin Esner, dass ich auch für Zeitschriften, wie die mich dann entdeckt haben, über den Mannheimer Morgen, für Zeitschriften gearbeitet habe, regelmäßig nebenbei, gegen gutes Entgelt. Oder die Bunte, ne? Die Bunte zum Beispiel, die damals noch eine sehr solide Zeitung war. Das war so das bürgerliche Pendant zum Stern. Die hatten die gleiche Auflage, 1,2, 1,3 Millionen. Und das war ein Raum, der hat mir gepasst. Die wollten dann, dass ich nach Offenburg geht, in den Burda Verlag. Ich war auch dort und habe mich am alten Burda vorgestellt. Aber ich habe mir dann überlegt, ich habe gesagt, nee, ich gehe von Speyer nicht weg. Ich bleibe in Speyer, schreibe nebenbei für andere Zeitschriften, Zeitungen. Da habe ich mein Betätigungsfeld nicht nur auf den kleinen lokalen Bereich, aber auch vor allem, und das war mein berufliches Leben. Ne? Darf ich nochmal feststellen, ja. Sie haben Ihr Abitur gemacht? Nein. Sie waren in der Aufbauschule? Ich bin aber vorher abgegangen, ja. Und sind dann bei der Rheinpfalz angenommen worden? Erst später. Ich habe die Zwischenzeit, bis ich das Alter hatte, war ich immer, sagen wir mal, immer Praktikum, ja. Weil mein Onkel Aufsichtsratsvorsitzender vom Siedlungswerk war. Mhm. Und da haben die gesagt, ja, was machen wir dann mit ihr, weil ich in der Schule absolut nicht gehalten habe. Das war für mich dann trotz der netten Lehrer Quälerei. Bin ich dann früher abgegangen und bin dann in das Siedlungswerk und habe da Praktikum gemacht. Das Siedlungswerk hat für ausgebombte in der ganzen Bistum bis in Saar, Saar-Pfälzische Rhein, Gelände erschlossen, die die Kirche nach dem Wunsch von später Kardinal Wendel hat gesagt, wir müssen das tun. Die Kirche muss von ihrem Grund in Erbbaurecht Gelände abgeben, dass die Leute die Chance haben, wieder eine Wohnung zu bekommen. Auch die Ausgesiedelten, ne, die Flüchtlinge, die viele, die kamen. Da wurden ja x-tausend Wohnungen und Häuser gebaut. Die haben dann in Eigenleistung nach dem Reichswohnungsgesetz noch bestimmte Größe, Grundstücksgröße, Kleintierhaltung, Gartengröße, die Selbstversorgung, und die haben die zum Teil selbst gebaut mit Kameraden, und das Siedlungswerk hat es finanziert mit Unterstützung vom Bund. Ja, da waren immer Bundesmittel da, die mussten beantragt werden. Aber ich weiß doch bis heute, der andere ist doch 7b, muss das und das machen, und was für Familienverhältnisse. Das hat mir sehr gut getan. Und nach 2,5 Jahren bin ich dann in diese Rheinpfalz-Mitarbeit gestoßen und habe gesagt, so Siedlungswerk AD, ich mache jetzt 2 Mitarbeiter, und im Siedlungswerk habe ich dann später, da habe ich noch ein bisschen mitgearbeitet, mein Vater kennengelernt, das war ein großer Glücksfall. Ne? Ich wollte es positiv feststellen. Ja. Sie haben also ohne ein Abitur, ohne ein Studium, haben Sie einen qualifizierten Beruf ergriffen, ja. Und waren da drin auch erfolgreich. Ja. Finde ich ganz positiv. Ja, es ist ja so, wenn Sie mal was vorweisen können, und ich habe ja noch in einer gewissen Strecke schon eine relativ große Palette vorweisen können, da fragt sich kein Mensch mehr, ob Sie Abitur haben oder ob Sie studiert haben, ja. Oder was für Noten Sie hatten. Es zählt nur das, was Sie vorlegen können. Das war dann schon ganz gut. Ne? So, und bei Ihrer Arbeit kann ich jetzt immer wieder nur feststellen, Sie mussten ja ständig auch recherchieren. Sie haben ja bestimmt auch manchmal abends, nach Feierabend, haben Sie auch manchmal noch über Sachen nachgedacht, sich irgendwo mal erkundigt und schlau gemacht. Kann das alles stimmen? Ah ja, natürlich, da muss man schon genau sein. Ne? Ja, das war das Recherchieren ist ja die Hauptaufgabe, erstmal die Dinge zu entdecken. Dann zu hinfahren, Details auszufahren, dann Tipps aufzunehmen, wie die Geschichte mit dem römischen Brunnen beim K.
Kaffeeschlösser, die Sie vorhin wieder gesehen haben. Und dann war für mich ganz wichtig, immer auch das kommunalpolitische Leben in Speyer, das auch kritisch zu begleiten. Ich habe als Pendant, der Gerd Lehnert war bei der Heipalz und ich war da. Es waren so Idealkonkurrenz. Wir haben uns ganz gut leiden können, aber wir waren immer scharfe Konkurrenten. Wir waren immer froh, wenn der eine was gehabt hat, was der andere nicht gehabt hat. Später, wie wir beide nicht mehr im Beruf waren, hat der Gerd mal zu mir gesagt, Herr Mut, wir sind ja eigentlich Freunde. Ich sagte, Gerd, ja, hast recht. Das können wir jetzt auch sagen. Ne? Also das Geschäft belebt. Ja, das war damals, ja. Wir waren sehr kritisch auch. Es gab kritische Kommentare, die es heute leider nicht mehr gibt. Es waren Dinge, die offen angesprochen wurden, gleich von welcher Partei oder welcher Richtung, wo man wirklich gesagt hat, das musst du anpacken. Und wenn ich jemanden eingestellt habe, einen Volontär, der Volontärin, das waren ja alles Studenten, dann habe ich gesagt, passen Sie mal auf, wir arbeiten nur für die Leser und nicht für den Stadtrat oder nicht für den Bürgermeister. Die haben ihren Job. Wir begleiten das kritisch, gucken genau, wie was die machen, lernen natürlich, wie das Geschäft geht, aber der Leser ist für uns der einzige Partner. Ne? Da habe ich bei dir, als wir den Rotensteiner gezogen sind, da hat uns der Verlag gelangt, war ja sehr, sehr schön, das ganz große Haus, habe ich aber dann mir raussuchen können für die Redaktion den ganzen Dachstuhl, Dachgeschoss ausgebaut. Ich habe die Tür im Sekretariat immer offen gehabt. Wenn die Leute kamen, habe ich geguckt, wer das ist. Die kamen dann zum Teil zu mir rein. Die Frau Ofer, die hat da oben gewohnt in der Dulda. Wenn sie ihr Zahlungsgeld bezahlt hat, kam sie hoch zu mir und hat sich auf den Stuhl gesetzt. Das war die Nähe zum Leser. Ja. Ne, war mir wichtig. Ja. Ich habe dann, was mir nicht entsprochen, aber was ich dann gewollt habe, zu meinen Kommentaren ein kleines Bild gestellt. Ne? Damit die Leser wussten, das ist der vertritt diese Meinung. Manche haben gedacht, das wäre Angaben, das war es überhaupt nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich wollte zu meiner Sache stehen und wollte, dass die Leute das damit identifizieren. Okay. Auch die Leserblattbindung stärken. Ne? Das wird aber heute noch gemacht. Ne? Ja, ja. Das war aber damals überhaupt nicht üblich. Ne? Können Sie da mal ein paar Beispiele erzählen, wo Sie also gegen den Mainstream der Stadt irgendwo manchmal vorgegangen sind, ja. um einfach die Leser aufmerksam zu machen? Seien Sie mal vorsichtig, das kommt. Können Sie da ein paar Beispiele erzählen? Ja. Fallen Ihnen dabei ein? Ja, klar, ich kann ein sehr frühes Beispiel erzählen. Der Dr. Christian Hoskopf wird Oberbürgermeister. Er war der Paulus Kopp da. Und dann kam der Dr. Christian Hoskopf als unbescholtener Jurist zum Landeskirchenrat in den Dienst als Oberbürgermeister, wurde gewählt und hat dann mit seiner Fraktion, der SPD, eine Linie vertreten. Sie wollten ein Baugebiet am Priesterseminar in der Verlängerung mit Vogelsang. Wollten sie erschließen und wollten Hochbau hinstellen. Ne? Also 5, 6, 7-stöckige Wohnhäuser. Und zwar in ziemlicher Verdichtung. Und ich habe mir das angeguckt, auch die Planung angeguckt, habe gesagt, das kann nicht gut gehen. Das ist nicht das, was die Speyerer wollen und brauchen. Wenn die wohnen wollen, Neubau, da hinten vielleicht die Tür dazu, dann sollten das Einfamilienhäuser sein oder Zweifamilienhäuser oder maximal ein bisschen höhergeschossige, aber nicht so Hochhäuser. Das ist völlig fremd für die Stadt und auch gar für dieses Gebiet, das historisch sehr bedeutsam ist. Das war die ganze römische Grabung und weiter. Und das habe ich dargestellt und habe mich dann vehement dagegen gewehrt und habe geschrieben, das ist überhaupt nicht möglich in Speyer. Wo die gesamte SPD und der Oberbürgermeister dafür waren, die CDU war auch halber dabei, haben wir immer so halber zusammen regiert. Ne? Dann haben wir jede Woche mal eine Sitzung gehabt beim OB, der Gerd Lehnert und ich und der Verwaltungsdirektor.
Das war damals Schwager, später kam dann der Ernst Frank dazu, das war ein ganz feiner Mann. Und dann hat er mich in seiner, wir haben ihn später besser kennengelernt, aber in seiner etwas forschen Art angefahren und hat gesagt, für sowas fällt Ihnen ein, sowas zu vertreten, gegen meine Meinung und. Dann habe ich zu Ende reden lassen. Dann habe ich gesagt, Herr Oberbürgermeister, darf ich Sie mal was fragen? Bevor Sie gewählt wurden, in wie viel Stadtratssitzungen waren Sie da? Betretendes Schweigen, Kenner. Dann habe ich gesagt, sehen Sie, ich bin jetzt so viel Jahr im Beruf, war in jeder Stadtratssitzung. Also ich weiß ziemlich gut, was in Speyer vorgeht. Ich kann mir ein Urteil bilden und kann weiß auch, was die Speyerer wollen und was sie nicht wollen. Damit war das Thema erledigt. Das ist ein Beispiel. Es gibt viele gute Beispiele in der Zusammenarbeit. Ich habe mich dann auch mit Roskopf sehr gut verstanden. Und mit seinen Nachfolger auch, habt aber auch mit Schindler gestritten, obwohl wir uns später wirklich sehr, sehr gut an Alma Bischer vorgestellt haben, gesagt haben, schreiben Sie das nächste Buch. Aber in der Arbeit konnte es durchaus sein, dass wir also uns in einer verbissen haben, in der Meinung. Ne? Da hat mich mein früherer Lehrer, der Maler José, Friedrich José, damals schon 90-jährig, mal angerufen, der hat gesagt, Herr Schmidt, sagen Sie mal, Sie sind doch eigentlich ein ganz netter Kerl. Also ich sagte, ja, nett, dass ich das so sage. Aber wie kommen Sie denn da drauf? Und er hat gesagt, ich lese doch die Zeitung an. Wie verträgt sich das mit der Art, wie Sie die Politiker angreifen? Da habe ich gesagt, erstmal greife ich die nicht eher ipso an, sondern nur, wenn es nötig ist. Und zweitens mal ist es mein Beruf, meine tiefe Überzeugung. Ich kann das nicht lassen, ich kann nicht Sachen, die ich schlecht finde, gut darstellen. So war das. Überzeugend. Ja. Haben Sie dann auch bei Ihren Beobachtungen so in Speyer, im Stadtrat, bei den Stadträten, auch so Gemeinheiten auch festgestellt oder wo also die Stadträte ganz andere Sachen wollten als vielleicht der Bürgermeister und haben so Intrigen getrieben? Ja, sicher. Das bedeutendste Beispiel ist das Binsfeld. Ja. Ne? Das fiel gerade in die Zeit, als der Karl-Heinz José, da war er damals Bürgermeister, Bauditzer nennt, und der Christian Roskopf Oberbürgermeister wurde. Das ging aber in diese Zeit rein. Und dann haben die angefangen, der José und Kameraden von ihm, dort im das war Bebauungsgebiet, das war, ist es glaube ich bis heute noch nicht offiziell, haben die um die See herum ihr Häuser gebaut. Erst die kleine Garage und ein kleines Haus dabei, dann sind die größer geworden, war ein Bundestagsabgeordneter dabei, der nicht mehr lebt, der ist in Spanien umgekommen, dann war ein Landtagsabgeordneter dabei und dann waren andere bedeutende Ratsmitglieder und Kumpels von denen. Es war also eine richtige Kumpanei, die das da entwickelt hat, gegen jede Ordnung, gegen jedes Gesetz. Da haben wir natürlich, der Lehnert wie ich, energisch dagegen angeschrieben. Und ich weiß noch, wie der, ich kann das ganz offen sagen, weil das schon die Wahrheit ist, wie der Christian Roskopf mal im kleinen Kreis bei uns gesagt hat, warum ist da nicht ein Schwarzer dabei, das sind alles Rote. Ne, der war ganz verzweifelt, ich kenne das noch, wo ich rausschneiden was wollen. Aber wir haben von vornherein das bekämpft, aber das ist halt immer weitergegangen. Die Parteien haben das nicht genehmigt, aber sie haben es akzeptiert und haben dann ihr Familienreich gesetzt und das wurde immer größer. Die Garage wurde dann auf einmal ausgebaut zum Wohnzimmer und die Kellerwohnungen, die waren auf einmal dann breiter geworden. Gucken Sie sich das heute mal an, ne? Das ist ein Stadtteil. Mit Müllabfuhr und allem drum und dran. Sie haben sich ja dann damit auch recht unbeliebt gemacht. Ja. Haben Sie das auch bei allen, in Ihrer Familie gut vertragen? Oder, ja, oder ja. Haben Sie damals mit nach Hause getragen und schlecht geschlafen? Nein. Ich habe nie schlecht geschlafen. Ich habe doch schlecht geschlafen, habe ich oft, weil ich halt nervenzippel bin. Aber nicht, weil ich was vertreten habe, was meine Meinung war. Das ist
hat damit nichts zu tun. Ich habe auch mit meiner Familie da in völliger Übereinstimmung. Wir haben noch im Elternhaus lang gewohnt, meine Frau und ich und die Buben. Das war ein großes Haus, ich hatte unten im Erdgeschoss die Wohnung. Und wir sind dann erst später da in das Altstadthaus gezogen, wie die Kinder gerade so im Fliegewerde waren. Und das wollten wir halt immer schön gern da in die Altstadt. Und mein Vater war auch da dabei und hat mich unterstützt. Das Telefon stand bei meinem Vater, wenn mich irgendjemand angerufen hat oder angefeindet hat, dann musste ich rufrennen zu meinem Vater ans Telefon. Ich wollte kein Telefon haben, ne? Sonst wäre ich schon immer an der langen Leitung gewesen. Und dann haben die halt den Umweg über der alte Schmidt gesucht und dann bin ich halt in Luft. Ne? Sie haben sich ja auch mit vielen Politikern, Beamten, Vereinsvorsitzenden, Handwerkern, Fabrikanten, Bankern und so weiter haben sich da beschäftigt. Da haben Sie ja auch immer wieder irgendwelche Dinge erfahren. Inwieweit konnten Sie dann als Journalist das auch irgendwo in der Zeitung niederschlagen? Verschweigen müssen, haben Sie das für sich behalten? Nein. Wir haben berichtet über alle Gewerke, ob das Banken waren oder Handwerker, wie es sich gehört. Die haben ja die Handwerker zum Beispiel oder die Handelsleute, die haben ja ihre Arbeit gemacht. Die haben natürlich auch diskutiert, wenn ich an den Einzelhandel denke. Diese viele Diskussionen über die Innenstadtgestaltung, die waren ja vor allem engagiert. Ne? Über Weihnachtsmarkt war ja alles fremd. Über die Maximilianstraße, die mal Fußgängerzone werden sollte im Jahr 2000. Das war ja für und wieder ganz stark, aber da habe ich drüber berichtet, habe auch meine eigene Meinung einfließen lassen. Und, aber immer, sagen wir mal, redlich, es war nicht so, dass ich Gelegenheit hatte, irgendjemand in seinem Beruf anzugreifen. Ne? Es ging immer um die Sache. Ne? Und es war auch getrennt, wenn man jemanden angegriffen hat, ging es um die Sache, aber nicht um den Mensch. Ich habe mich mit dem meisten gut verstanden. Immer. Ne? Aber ich habe gesagt, pass auf, wenn irgendwas schief läuft, dann melde ich das. So habe ich es auch gemacht. Die waren mir oft best. Ne? Ich denke noch an den Armin Schmidt, der früher langjährige Einzelhandelsvorsitzende von Rheinland-Pfalz, der hat mich am liebsten verschlagen. Ne? Der hat ist als angestellt gekommen, so ein großer, starker Mann, und hat dann die Treppe hoch und hat angefangen, wo sitzt der dann, Schmidt? Da habe ich gesagt, komm, setz dich wohl drin, zu Nadelmann zum Mal, was ist los? So ging das. Es war nicht böse, aber es war eine ehrliche, klare Aussprache. Das war für mich immer entscheidend. Nicht irgendwo gemauschelt oder außenrum, sondern warum geht's, wie können wir es lesen? Sind Ihnen dann auch manchmal Dinge irgendwie angetragen worden, die Ihnen im Vertrauen zugesagt wurde und wo Sie dann überhaupt gar nicht drüber schreiben konnten? Gab es da auch Dinge? Zum Beispiel ja, in der Politik ja, oder Leute. Ja. Sie haben ja auch die NS, die nach 1945 hat sich ja die NS-Zeit noch irgendwo weitergeführt. Das gab es doch irgendwo weiter. Es waren ja überall Leute noch, die NS braune Flecken hatten, die waren irgendwo im Beruf oder auch Antifaschisten. Die ja, waren ja auch irgendwie ja, und konnten sich gar nicht richtig äußern. Es war so, dass die einige, an die ich mich erinnere, die im Dritten Reich, ich wusste es ja als junger Mann, der ja als Kind im Dritten Reich aufgewachsen ist, oft gar nicht, wer was wo war. Später habe ich dann von Freunden erfahren, die mit mir in der Jugendgruppe waren oder die dann dazu kamen, die etwas älter waren, dass ein Mann, der in der SPD engagiert, stark engagiert war, Dritte Reich, die als Soldat, als Schwerkriegsverletzter gebimst hat und wirklich getrillt hat bis ins Blut. Der war dann später ein bekannter Speyer Kommunalpolitiker. So gab es natürlich einige. Und da hat man dann gewartet, bis sich da irgendwas ergibt, was die Sache löst, wo man sagt, der muss selbst auch sehen, dass er an dem Platz falsch ist. Und die eigenen Leute haben das dann auch gesehen. Es war nur ein Beispiel, es waren nicht viele.
Und das hat sich dann auch gelesen. Ich habe natürlich dann, sagen wir mal, nicht so den NSDAP-Hintergrund gesehen. Es war mir fremd. Ich habe nur gesehen, dass manche Leute, wie zum Beispiel der SS-Mann, der uns aus dem Haus vertrieben hat, Dinge erfahren, die sie also nicht genau einordnen konnten, die NS-Zeit und ja, die waren dann auch später wieder irgendwo in Amt in Würden und haben da... Klar, das war ein alter Mann, der im Dritten Reich Bauernführer war. Der hat dann über eine Partei, weil er ein bitterarmer Bauer war, Pestel zugeschoben gekriegt. Da war im Dritten Reich harmlos, ich habe das genau hinerfahrt und war dann noch ein geduldeter alter Mann. Es waren andere, die sich, sagen wir mal, ich habe später mal, das ist ganz interessant, vom Freund des Einwohnerverzeichnis aus meinem Geburtsjahrgang 1938. Und da ist hinten ein ganzes Bündel Seiten, wo die ganzen Organisationsteile der NSDAP aufgeführt waren. Mitverantwortlich. Alle Mitglieder, ne? Alle führende Persönlichkeiten. Das halte ich also hoch in Ehren. Und da stehen natürlich viele Leute drin, die man gut gekannt hat. Später auch, es hieß natürlich nicht, dass jeder, der in der NSDAP war, ein Verbrecher war. Das ist ja falsch zu sehen. Es waren Handwerksmeister, die für ihr Handwerk und für ihre Familie halt gesagt haben, gut, in drei Teilsnahmen, ich kann es nicht ändern. Ne? Aber es waren auch Leute dabei, die dann halt schon Dreck am Stecken hatten, die dann aber später im Stadtbild nicht mehr aufgetaucht sind. Ne? Es waren Namen, die ich jetzt nicht nennen will, aber die schon sehr, sagen wir, in der Zeit von Karl Leiling die NSDAP, für die NSDAP praktisch die Stadtführung übernommen haben. Ne? Und es wundert mich bis heute, dass der Karl Leiling nach wie vor, wir haben schon mal drüber unterhalten, der hat die ganze Zeit gar nicht Mitglied der NSDAP, aber das will ja gar nichts heißen, aber hat alle Dinge, die die angeordnet haben, die Judenvertreibung, die Pfalz war das erste Gebiet in Deutschland, das der Juden frei gemacht hat. Zusammen, ne? Mit dem badischen Gauland. Ja, ne? Und da war Speyer vorne mit dabei. Wir haben ja, ich habe ja auch in meinem Buch die beiden Bittigheimers, ne? Ja. Und später auch dann im Fernsehen haben sie darüber berichtet, habe ich schon alle diese Schicksale auch genannt. Die Leute haben die ja gekannt. Und der Karl Leiling war Oberbürgermeister, wie eine Statue, der hat alles amtlich behandelt und alles ordentlich gemacht. Ist nach dem Krieg sogar noch mal kurz Oberbürgermeister war. Wie sie dann gesagt haben, Schluss, jetzt erkennen wir das. Aber die Karl-Leiling-Allee ist bis heute. Ja, ja. Also doch ein Erfüllungsgehilfe. Ne? Doch ein Erfüllungsgehilfe. Absolut. Und nicht, wie es manchmal heißt, er hätte versucht zu lavieren. Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ne? Da hat sein Amt gemacht, ja, und hat alle Dinge, ja, alle schlechte Sachen, der NSDAP, hat er mitgetragen. Er hat ja die unterschrieben. Wollen wir uns nochmal auf das Buch zurückkommen, Speyer, in Speyer unterwegs, das Sie da gemacht haben? Das sind drei Bücher, ne? Das sind eigentlich fast drei verschiedene. Das haben Sie ja dann ab 1995 oder 98 haben Sie das gemacht. 84 war das erste und dann kam das zweite, ein paar Jahre später, nachdem das sehr gut wegging. Es waren immer 5000 Stück Auflage, ja, und dann kam das dritte zum Jubiläum. Also 90, ne? So, ja. Und da haben Sie diese Menschen damals befragt, das waren dann auch damals noch Zeitzeugen, die in den 1900 oder 1920 geboren sind. Darf ich gerade mal trennen? Ja, in Speyer unterwegs ist eine Sache, das ist der Stadtführer, die Gänge durch die Stadt, historisch und ja, was da ist. Das andere, was ich meine, ist das Speyer im 20. Jahrhundert. Da habe ich über 50 Persönlichkeiten aus allen Schichten interviewt, über ihr Leben, ganz genau, was da war, Bilder kriegt,
Das ging weit zurück ins vorletzte Jahrhundert, der alte Becker zum Beispiel, da war schon über 100. Ne? Ja. Und eine CD, ne? Gab es ja auch dazu. Ja, und habe dann, war dann eine CD, ich habe dann die Interviews zum Teil in Ausschnitten in der CD mit brennen lassen, waren über 50 Stimmen. Und da sind dann halt alle Schicksale aus diesem Jahrhundert aufgeholt worden. Ich habe dann auch noch mal über das Staatsarchiv Ausschnitte, Zeitungsausschnitte ausgewertet, über Mikrofisch und habe dann auch Dokumente da drin gehabt. Ich habe den Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert, ne? 1. Januar 1900, mal aufgelistet, die erste Seite, da waren die standesamtlichen Nachrichten. Oder war das 1899, das weiß ich natürlich nicht mehr, aber es ging ja nur um diese Zeit. Da habe ich mal geguckt, wie viele Kinder sind auf die Welt gekommen, wie viele Kinder sind gestorben, das waren sehr viele. Wie viele junge Frauen sind gestorben bei der Geburt, das waren viele. Gemessen an dem, was man heute so erlebt. Und das war dann ein Bild, das man dann weiterführen konnte. Ich bin dann, habe es dann in die erste Weltkriegszeit geführt, wo ich dann jemanden, einen alten Hochreiter, der Fritz Hochreiter, der hat, war dabei als Dienstchef, wie das, die Zeppelin-Schule gestrichen wurde, der neue Bau, und ist dann als junger Soldat, der war gerade so alt, wie der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, als er eingezogen wird, 60, sagen wir mal, ist dann verwundet worden und war dann in dieser Schule im Lazarett gelegt. Solche Schicksale habe ich natürlich bewusst aufgegriffen und habe es dann weitergeführt, weil es ja die Verbindung der Geschichte zum Einzelmensch ist. Ne? Und so Dinge waren dann, das ging dann weiter, habe dann für jedes Jahrzehnt, glaube ich, so Kapitelabschnitt und dann nochmal Überblick über die gesamte Kultur, was hier kulturell los war, wer hier war und so. Das und, so dargestellt. Und die Menschen, die Ihnen da so viel erzählt haben, das haben Sie ja alles, sagen Sie ja, auf Tonband aufgenommen. Ja, ja. Das haben ich Sie konnte, bestimmt noch. Weil ich, und da wurden ja Ihnen auch manchmal Sachen erzählt, die man da kaum glauben konnte. Die haben es aber alle niedergeschrieben. Ja. Sie kennen es ja, glaube ich, ganz gut. Ne? Ich kenne es sehr haben gut, Sie das Gefühl, dass ich irgendwas unterdrückt habe? Nein. Also mich hat der Herr Berzel. Das war vor allen Dingen sehr beeindruckt. Der Rolf Berzel, ja, das also war ja ein Schicksal, der ja gerade für diese Zeit auch stand. Ja. Ne? Das waren bitterarme Leute, die im Stundewald gewohnt, gelebt haben, asozial, wie man später dann gesagt hat, der Vater ist dann abgeholt worden als Trinker, ins KZ gekommen und dann später kam die mit der Urne, zwei Motorradfahrer von der SA, und haben der Frau die Urne gebracht und haben dann auch noch Rechnung dazu gelegt für die Kremierung und so weiter. Ne? Solche Dinge, die Leute sind praktisch verhungert in der Zeit. Da haben niemand gehabt, der sie unterstützt hat. Ne? Und das habe ich dann auch, wie der dann groß wurde, der heute kaum Schulausbildung gehabt, ne? Wie der mit seinem Bruder gearbeitet hat und mit seinem Onkel. Sein Onkel hat ihn unterstützt. Der Onkel, beim Onkel war auf dem Dreirad und Tempo hinten drauf gesessen, sind durch die Dörfer gefahren und haben dann die alte Sache gesammelt. Und das ist ja schön, dass Sie da also die sogenannten Asozialen, auch mal die sogenannten, sage ich mal, oder die ärmeren Menschen, auf die geguckt haben, auf die beide ganz Reichen, die irgendwas erreicht haben, die irgendwo gestraft worden sind. Die, ja, das ja. war ja auch das Schöne. Das ist ja der Sinn der Sache, ne? Das ist ja für mich vom Beruf her nie zu trennen gewesen und dann in dem Buch sowieso, ne? Das sollte ja Dokument. Leider haben viele Speicher gar nicht kapiert, was das ist. Vielleicht lag es an dem etwas missglückten Umschlag, der so dunkelblau ist. Und so eine Familie, Radfahrerfamilie, also um die Jahrhundertwende. Ich weiß es nicht, wenn die kapiert hätten, was da drin steckt. Später habe ich Leute angesprochen, die haben es dann, als es verramscht wird beim Ölbermann, haben es dann für 8 Euro gekauft, obwohl 2,30 gekostet.
haben sie gesagt, ach Gott, wenn ich das früher gewusst hätte, habe ich gesagt, hätten sie es nicht gekauft, weil es teuer war. Jetzt hätten sie es gekauft, weil es bloß 8 Euro kostet. Aber der Wert ist der gleiche. Ne? Das ist ein Dokument, wenn ein Speyerer wegen Speyerer denkt und seine Heimat gern hat, dann muss er sagen, ah, das war der, das war so, das war so. Oder? Geschichte mit Herrn Bödigheimer zum Beispiel, Bertolt den noch als O-Ton dazu habe, das ist natürlich was ganz Wichtiges. Bertolt Bödigheimer, der letzte Jude, der ja hier versteckt war, 100 nachgewiesen, 100 Speyerer wussten, der ist hier, nur seine eigene Frau nicht. Ne? Der Bertolt Bödigheimer ist an der Bodensee gefahren und hat dort einen Brief aufgegeben und hat an seine Frau und gesagt, er versucht in die Schweiz zu kommen. Wenn es ihm gelingt, ist er froh, dann wäre er in der Freiheit. Wenn nicht, dann verschwindet er im Bodensee. Dieser kleine Brief ist zu seiner Frau gekommen, die hat dann nichts mehr von ihm gehört. Die hat dann in der Maximilianstraße gewohnt. Und die letzte Familie, die ihn lang aufgenommen hat und versteckt hat, das war die Familie Merle. Und die Merle-Kläre, die habe ich auch interviewt. Die hat dann immer, weil es 13, 14 war, einkaufen müssen und haben sie aufpassen müssen, weil so viel hat man bei einer ganz kleinen Familie, da war nur die Mutter und noch Geschwister, ja, der Bruder, der Arthur und sie, das war dann immer mehr einkaufen. Ja, so was ja, was kaufst du alles ein? Ne? Ja. Der Vater, der Arthur, hat dann aus dem Krieg, hat dort einen Obelsbus mit in den Krieg genommen und hat dort Transport und durch den Verleger und hat dann den Schwabstörer können und hat dann Mehl geschickt und Speck und so. Da haben sie den Bertolt Bödigheimer im letzten Zimmer, Ecke Germannstraße, Herdstraße, verstellt. Da war keine Tür, keine sichtbare, die war dann zugestellt. Und da ist dann abends, wirklich ganz, ganz dunkel war, mit hochgeschlagen und Graben. So alle 8 Tage raus Richtung Domgatte. Das war ganz und, klar. Das durfte niemand wissen. Einmal eine personalpolitische Entscheidung. Das war dann auch in einer Zeit, als die Entscheidung das Thema noch sehr offenbar Scharia das beendet war. War dann auch Mitarbeiter beim Freischlacherlis, das weiterzuführen. Ich konnte es beim Antisemitismus-Institut in Berlin, beim Professor Bender, die haben das meine Recherche erfahren über Jude, der in Augsburg gelebt hat und so der befreundet war mit dem Mann von der Bödigheimer Schwester. Ihre Entscheidung. Und da haben die gesagt, und der gesagt, pass auf, Fufis, da ist er dann Speyer, der recherchiert diese Dinge. Dann haben wir einen regen Kontakt gehabt und ich habe viele Unterlagen über mich bekommen. So gehandelt, wie ich haben musste. Die jüdische Familie, Frau die Möglichkeit Mene, die der Redaktion, die so und so groß hat. Wir haben dann Kontakt und dann war die Kläre Merle. Weitergehen. Als sich nicht gehen, wirklich Helferin, dass er überleben konnte, vorgesehen für diese Ehrung in Israel. Es war, ne? Nie irgendein Einfluss, der die Gerichte werden ja über alles gestellt, die einen Juden gerettet haben. Und es ist dann leider Gottes kurz vor knapp abgebrochen worden, weil da die politischen Verhältnisse sich verändert hatten. Das war schon ganz fest vorgesehen, ne? Die Frau, die Assistentin vom Institut in Berlin hat gesagt, das ist ein guter Weg. Dann ist die versetzt worden, ist dann weg und vor allem in Jerusalem haben sich die Verhältnisse geändert. Dann ist es eben abgebrochen worden. Es hat mir leid getan, weil ich der Claire Lemel das gern gegönnt hätte. Sie hätten es verdient gehabt. Ne? Jetzt als Mädchen, die sich da eingesetzt. Ne? Ja. Das war sehr gefährlich. Ja, war lebensgefährlich. Ne? Aber da müssen ja auch viele Speyerer dann dicht gehalten haben. Ne? Die, haben alle dicht gehalten. 100 mindestens wussten. Die haben alle dicht gehalten. Das finde ich erstaunlich. Und das Interessante ist, die Frau Merle, die Mutter von der Claire Merle, die war befreundet mit der Frau von Bödigheimer. Ne? Und die hat die Frau von Bödigheimer in der Hauptstadt besuchen müssen. Der Kontakt musste ja weiter bestehen. Die hat die besucht und der Bertolt Bödigheimer war bei ihnen ohne im Haus und sie ist oben in die Hauptstraße zu seiner Frau. Ne? Das war schwer, das war eine Zerreißprobe. Ne? Wer hält doch gern dich, das ist doch, das brennt dem doch auf den Nägel. Ne? Ich habe das auch über den recherchiert, habe da auch ein Buch gemacht, Juden in der Pfalz. Ja, ich kenne es. Und da habe ich auch erzählt gekriegt, dass der Bödigheimer
wenn es neblig war, ist er immer spazieren gegangen. Natürlich. Ich habe ihn keiner erkannt. Entweder dunkel in der Nacht oder aber starker Nebel. Ich habe den Bertolt Brütisch später noch interviewt. Da hat der Waldstrauß gelebt mit seiner zweiten Frau und das war schon interessant. Das war immer ein eleganter Mann. Der Bertolt war immer in seiner Jugend schon gern Auto gefahren. Ja, es gibt ja so ein tolles Foto, ja, wo der am Auto steht. Ne? Und hat dann das Geschäft hier akquiriert, das ist dann der Auto, ich weiß, in der Augenstrauß heute. Das war sein Nachfolger, aber bei ihm Lehrling, der hat dann das Geschäft übernommen. Nee. Name. Und der hat sich durchgearbeitet, die ganze Familie, außer der Klärle, die war in Güss, in diesem Lager. Die Familie ist ja nach Auschwitz gekommen. Die schildert es ja auch. Ne? Und die Eltern und der Onkel, der damals der Synagogediener war, ne, der auch die ganze Sache verwartet, die alte, wertvolle Bücher und so weiter, der ist dann, die sind dann von Gürs aus ins KZ gekommen. Es war aber auch Teile der Familie, die nach Südafrika ausgewandert sind, ne? Radikale. Ja, die Schwester, die ist in Südafrika, mit der hatte ich schon noch Kontakt bis vor ein paar Jahren, haben miteinander telefoniert und wenn sie mal in Speyer war, war sie mit ihrem Mann hier, war ein ganz netter Mann, war der Augsburger eben, ne? Riese Bayer. Also man stellt sich unter einen typischen Juden alles vor, bloß das denn. Da hat mich besucht das erste Mal, hat er mich verwechselt mit dem Gerd Lehnert. Da ist er zu der Zeitung geschickt worden, die haben irgendwas geschrieben, was mir nicht gefallen hat. Kam er da rein in die Rodensteiner, polternd, Altbayer, was ist da los, was sind da das für Sache? Da habe ich gesagt, komm, das war immer mal gesagt, setz dich mal hin, dass er nicht so groß ist dabei. Und, da war ein halber Meter größer als ich. Setzen Sie sich mal dahin, um was geht's dann? Und dann, so kam jetzt, es war dann eine richtige, herzliche Freundschaft. Wir haben sie jedes Mal getroffen, wenn die da waren. Und die waren, sind sehr strenggläubige Juden. Die haben, wenn die freitags nach Frankfurt gefahren sind, haben sie das Essen vorher kochen lassen und haben es im Kännchen mitgenommen. Ne? Ich habe die eingeladen, immer wieder, oder meine Frau auch, die gleiche Sympathie hat, dass sie zu uns kommen, wir wollten die gerne da haben, ne? Das war so eine echte Freundschaft, aber das sind sie immer ausgewichen. Das Geschirr ist nicht koscher, ne? Das Milcherne und das Fleischerne und so. Ich habe es dann akzeptiert, wir haben es dann einmal zu einer Cola im kleinen Café getroffen, aber das war natürlich nicht so toll. Ich hätte noch mal eine Frage zu Ihrer Arbeit als Redakteur. Sie sagen, Sie waren ja beim Klamm Verlag, wo die Tagespost gedruckt worden ist, wurde von Ihrem Arbeitgeber, also vom Klamm Verlag, in Ihrer Redaktion Vorgaben gemacht, was Sie berichten dürfen und was Sie nicht berichten. Nee. Waren Sie da unabhängig? Wie waren Sie? Herr Fuchs, das ist so, das Presserecht ist ganz klar gegliedert. Der Leiter der Redaktion verantwortet alles, was in seiner Redaktion geschieht und rauskommt. Ne? Die personelle Sache und das, was in der Zeitung steht. Und wenn der Verleger anderer Meinung ist, dann kann er es dem sagen, aber das hat keinen Einfluss auf seine Schreibe. Das ist mir einige Male passiert, dass jemand da, wenn jemand Temperament hat und anderer Meinung ist, dann sagt er mir das natürlich. Aber ich habe nie von meinem Verlag, Verleger, Martin Heisner oder von seinem Nachfolger Dr. Rose irgendeine Anweisung bekommen, das so oder so zu machen. Die hätten sich gehütet, das war ganz klar. Ich bin dann später leider Gottes gegen meinen Wille wirklich stellvertretender Herr Lars leider noch geworden. War ich sehr unfroh drüber, weil ich das überhaupt nicht war. Ich habe mit Zahlen nichts am Hut gehabt. Ich war halt der Speyer am besten gekannt hat, ne? Und die anderen, die im Verlag waren, die haben es nicht gekannt. Da haben die gesagt, komm, mach's doch. Ne? Aber es war nicht gut, aber ich war immerhin akzeptiert und habe es dann auch gegen meinen Willen gemacht. Das passt ja gar nicht zusammen. Ne? Aber es war halt so. Ne?
Darf ich noch weiter fragen? Sie haben einmal in Speyer bei der Tagespost gearbeitet. Sie haben auch noch andere Sachen publiziert. Wo haben Sie da noch überall noch mal mitgearbeitet? Können Sie das erzählen? Ich habe bei verschiedenen Zeitungen, habe ich mitgearbeitet. Es war Mannheimer Morgen, da hat oft mal Reportage übernommen. Wir waren gewissermaßen in einem Verbund. Die sind dann auf der durchlaufenden Seite für die überregionale Geschichte, da ist die Bunde ja auch bei Reportage gegangen. Und dann habe ich relativ früh Bücher, der Christoph Roskopf, wir saßen zusammen in Berlin bei einer Ehrung für die Stadt, für die Stadtgestaltung, gab es einen Preis vom Bundeswohnungsbauminister. Und da sind wir dahin, haben die gesagt, wollt ihr nicht mitfahren? Ich und ein Kollege von der Rheinpfalz, und da haben wir uns zusammengesetzt, oben sind ausgerechnet in Berlin im Hofbräuhaus, haben wir dann unser Bier getrunken und haben dann in der fröhlichen Unterhaltung so manches Haus gekehrt. Und der Christian rauskommt, der hat dann später gesagt, wir werden da am besten duzen. Und dann sah er schon, okay. Und es hat aber nichts mit der Arbeit zu tun gehabt. Und dann hat er gesagt, Mensch, du kannst das so schön erzählen. Wäre das nicht was, wir bräuchten zur 2000-Jahr-Feier eigentlich noch ein Kinderbuch. Könntest du es machen? Da habe ich gesagt, ja, das könnte ich machen. Mhm. Und dann habe ich den Schwarzen Charles geschrieben, der ja in Speyer so ein bisschen Abenteuergeschichte erlebt und dann so ein klein bisschen Stadtgeschichte noch einbaut. Das war das Erste. Dann habe ich auf Anregung von Wolfgang Neue, der ja im Kunstverein im Vorstand war und andere kulturelle Dinge, die Möglichkeit gehabt, den Fixbestand der Bilder vom Willi Fix zu nehmen und in einem Buch zusammenzuführen. Die haben gedacht, es gibt ein Bilderbuch, aber ich bin Journalist, ich mache ein Bilderbuch. Ich habe das natürlich so ausgebaut, dass es wirklich eine Stadtführung wurde mit den Bildern. Es war das erste in Speyer unterwegs. Nachdem das so wirklich sehr gut angekommen ist, ist dann eine zweite Auflage gekommen, ein paar Jahre später, und dann noch eine dritte zum Stadtjubiläum. Jeweils 5000 Stück, ja. Kriegen Sie inzwischen antiquarisch, für ZVAB. Teil für teures Geld. Und die Bella Marie, das war die jetzt Bella Marie, das ist ja eine Geschichte, das ist eine andere Geschichte, ein Roman, den ich gemacht habe nach einem Mord, den Mörder haben Sie vielleicht noch im Ohr. Das war der Balthasar, der war Schächter. Und der hat seine Frau umgebracht, auf ganz schlimme Art. Und für mich war das, wie ich schon, der Tochtermann, der hat mir einmal, wir haben es gut verstanden, hat mir einmal, er war schon lange im Ruhestand, die Polizeiakten, das gesamte Protokoll, das er, ich weiß nicht wie, gehabt hat, er war als Referendar bei dem Prozess dabei, 46 oder 47. Da hat gesagt, interessiert Sie das? Da habe ich gesagt, was ist denn das? Ja, klar. Ne? Und wie ich mich da eingelesen habe, das war die ganze Polizei, vom ersten Tag bis zum Schluss, dann noch im Dienst, damals noch Zuchthaus, wo er war. Und ja, ein Konvolut von dieser Stärke, wirklich von mehreren hundert Seiten. Da habe ich mich dann eingelesen und das hat mich manche schlaflose Nacht gekostet. Das ist ziemlich brutal. Ne? Aber ich habe gesagt, das ist genau die Vorlage, die ich brauche, um diese Zeit darstellen zu können. Die junge Frau war so arm, die Frau von dem Balthasar, die war 19 und er war Mitte 30, dass er nicht einmal Schuh gehabt hat, um ausgehen zu können. Die hat sich von einer Freundin in der Stübergasse ein paar Schuhe geliehen. Das hat die Sache ins Rollen gebracht. Das war die erste Zeugin. Ja? Und da habe ich gesagt, das ist im Grunde genommen nur darstellbar in einem Roman. Und habe in den Roman, ich weiß nicht, ob Sie ihn genau gelesen haben, in dem Roman dann meine eigene Kindheit, die kindliche Sicht, als bewusstes Gegenstück, 10-Jährige, wie sieht er die Welt dagegen gestellt. Und ich habe mich ziemlich abgequält mit der Materie, die der Verlag hat dann später nochmal gewollt, dass ich, sagen wir mal, die andere Mathe noch mitverarbeite in einem kleinen Buch. Habe ich dann auch gemacht. Aber
es lag mir nicht so arg. Man hat Reportagen zusammengeführt, die verschiedenen Mal Geschichten, die hier in Speyer waren, die ich zum Teil ja im Gericht miterlebt habe, Schwurgerichtsprozesse. Ne? Und das sitzt dann vorne ja direkt neben dem Angeklagten. Da ist also die Barriere, wo dann hinten dran die Zuhörer sitzen. Und dann ist die Barriere, ja. Sie ist so Pressetisch rechts, in der Mitte sitzt der Angeklagte. Und links von dem sitzen die Nebenkläger. Das war in dem schlimmen Fall der Zimmermann, wo der Bub aus der Zeppelin-Schule von einem Freund vom Vater geholt wird. Und der hat ihn dann umgebracht und hat dann noch einmal vom Vater Lösegeld erpresst. War zufällig in der Nachbarklasse von unserem Daniel. Ne? Und wir saßen dann, meine Frau ist mitgefahren, ich saß dann hinten. Ich saß dann neben dem Zimmermann, dem Mörder, der dann kam es dann raus, der dann in der Folge drei Morde. Und das Schlimmste war der Bub, der 10-jährige kleine Zimmermann. Und der saß dann da in der Mitte, wie im Stein. Und der Vater vom Zimmermann, Bub, der saß als Nebenkläger neben dran. Das war schon hart. Ne? Aber das ist dann halt eine Sache, die in dem Beruf mit dazugehört. Ne? Da musst du dann halt genau hierher und musst dann den angucken und musst da die Verhältnisse sehen. Und ich habe dann nachher nochmal die Tonaufzeichnungen, die haben wir dann seine Stimme ausgestrahlt im Rundfunk, weil der dann über das Telefon die Erpressung ja gemacht hat. Und habe ich mir das nochmal angehört, habe das dann auch in dem zweiten Buch nochmal geschrieben. Das sind Dinge, da hast du mir das fast vorgeworfen, hat gesagt, was ist denn das, machst du jetzt noch mal eine neue Peterwalle? Ich sagte, nein, das ist Zeitgeschichte, das ist halt nur die dunkle Seite unserer Geschichte. Ja, wenn man die verschweigt, verschweigt man vieles. Wie wenn man im Dritten Reich die Dinge aus dem Dritten Reich verschweigt. Es ist unmöglich, ne? Wir leben wirklich in einer Geschichte, die geht fort. Man trägt mit an der Schuld und muss sie mitverarbeiten. Haben wir noch was? Das war eigentlich ein sehr gutes Abschlusswort, ne, was ihr eben so, gesagt. Das wollte ich ja, aber nee, ich, das muss ich sagen. Ja, geht zu meiner totalen Überzeugung, dass man nicht frei im luftleeren Raum lebt. Ja, ne? Genau. Gerade in unseren Zeiten im Moment. Ne? Und wenn ich dran denke, was wir im Moment wirklich erleben. Genau. An rechts rücken, nicht nur bei uns, tragischerweise. Gell? Ja. Und die Aufarbeitung wird ja auch von der Stadt jetzt sehr in Angriff. Ja, das ist auch sehr, sehr gut. Das ist sehr wichtig. Bin ich sehr froh, das ist sehr zu dass Sie das auch machen. Ja, mitmachen, doch. Entscheiden. Ne? Ja, herzlichen Dank, Herr Schmidt. Das war sehr spannend. Und gut, Jonas, ich habe halt erzählt, gut. Erzählt, was ich so weiß. Vielen, vielen Dank, ja. Dankeschön.